The once green forest lost its vitality and withered to a darkish red, becoming what it is today. They say that the blood spiders, now the masters of Carmine Forest, will capture any humans who set foot there for use as sacrifices. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne and Liberty. Wir befinden uns jetzt aktuell im Karmesinwald und ich muss mal schauen, genau das ist das Licht eines Goblins, wichtiges Werk, der müsste irgendwo dastehen. Okay. Ja, das ist doch gar nicht... Nee, Moment, das ist unsere Markierung. Wo ist denn der? Ach, da unten. Hi. Hey, Brother, will you help me out? Ja. Sag mal, worum es geht. This place is going to be flooded. Ich hatte gedacht, dass hier niemand leben würde. Not anymore, but it's our ancestors' home. Please help. Please, get the water out using the drainage system. Ich dachte gerade schon, ich muss bestimmt hier irgendwo noch hier ans Wasser ran. In the meantime, I must do something really important. Okay. Was auch immer das jetzt heißen mag. Also ich denke mal, jetzt kann ich hier nichts machen. Aber ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ist ein bisschen komisch, dass jetzt das Wasser hier draußen rausgeht. Moment, was soll ich denn machen? Bediene das Abflussgerät, um dem Goblinlicht zu helfen. Habe ich gemacht, sogar alle drei. Waren das die richtigen? Ich habe keine Ahnung. Bedien das Abflussgerät, um dem Goblinlicht zu helfen. Das sind aber drei Stück. Oder muss ich da schnell sein irgendwie? Faster! Also schneller geht's nicht, aber daran kann es anscheinend auch nicht liegen. Was ist mit dir? Mit dir können wir auch nicht mehr reden jetzt. Hä? Jetzt waren auf jeden Fall kurz alle drei gleichzeitig dran, aber das hilft auch nicht. Was sind das für dämliche Quests jetzt mal ohne Scheiß? Da lobe ich mir wirklich die Point-and-Clicks. Die sind zwar mal zwischendurch ein bisschen kompliziert, aber ja, aber trotzdem. Helf mir doch mal. Da hinten steht einer dumm rum und guckt nur. ich weiß, oder muss ich die vielleicht hier mehrfach machen oder so? Mit das hier länger. Ja, aber es läuft dadurch auch nicht länger. Die braucht ja so unheimlich lange, nachdem man F gedrückt hat. Keine Ahnung. Steht nur, bedienen das Abflussgerät. Ich habe schon Abschussgerät gelesen. Seither trägt er dunkelrote Farbe, die man heute sieht. Gerüchten zufolge sollen die Blutspinnen, bla bla bla. Ja, was hat das denn jetzt mit der Aufgabe hier zu tun? Ach ja, ich liebe solche Aufgaben. Ganz ehrlich. Ich finde sowieso irgendwie alles in allem ein bisschen blöd, dass man hier nicht so richtig weiterkommt. Man muss immer gucken, wo man entlang geht und überhaupt und sammle eine Seite. Vielleicht kommen wir hiermit jetzt erstmal weiter, weil offenbar ist irgendwas falsch mit diesen Bediengeräten. Und da es nicht schneller geht, weil ich schon direkt sobald, oder? Einen Versuch haben wir noch eben. Wenn die da noch dran ist... Ja, aber dann ist das ja nicht mehr im Laufen. Nö. Also da gibt es auf jeden Fall nicht das, was ich erhofft habe. Sammle eine Seite von Sammlungen über Morokai und bezwinge die Blutspinnenkönigin. Das hört sich nicht gut an. Wo soll denn das sein? Nicht in diesem Bereich, so wie es aussieht. oder ist das das hier... Ich hasse das, dass man das hier nicht sehen kann. Es gehört aber auch noch zum Karmesinwald, ne?
nehme ich an. Weil die Kreise, da zeigen sie halt nie an, was jetzt eigentlich Sache ist. Warum steht da eine 1? Sammle Urstellar-Marken von Goblin-Schlechter. Das ist das aber nicht. Warum steht da jetzt... Oder nee, das ist meine Markierung, ne, mit der 1. Das ist meine Markierung. Ist die immer noch drin? Weil alle anderen Sachen, die ich ausgewählt habe, sind nämlich nicht mehr drin. Das ist ja krass. Okay. Und was ist das hier? Das ist auch nochmal ein Kreis. Sollten wir da vielleicht hin? Aber das ist ja abhängig. Und ich meine, das ging noch nicht, ne? Karmesinwald. Höhle, Freund der Schachtel. Nee, das gehörte noch zu den Ostella-Feldern, oder? Einäugiger Falke. Da haben wir aber nur noch diese drei hier. Ja gut, und Nachteulenebenen kam man mit den Wölfen nicht zurecht. Ich glaube, das ist das, worauf sich der Kommentar bezogen hatte mit den Wölfen. Ach so, kann man das hier sehen? Da wollte ich auch noch geguckt haben. Monumentsteine, Wolfsjagd. Wettbewerb bei Nachtrollebenen teilen und liefere mehr als 10 Wollschwänze ab. Da steht aber nicht drin, wann man da teilnehmen soll. Hier steht es auch nicht drin. Also jetzt, was weiß ich, immer abends ab so und so viel Uhr oder sowas. Dann habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt hier gerade weitermachen, ganz ehrlich. Weil das hier funktioniert offensichtlich nicht. Ich gucke mal nach bei den Kreisen. Ob wir da noch irgendwas finden? Was ist das denn hier oben? Wegpunkt des zerstörten Tempels. Da könnten wir mal gucken. Da werden wir wahrscheinlich dann auch wieder neue, naja, Quests in Anführungszeichen finden. Es ist alles irgendwie extrem unübersichtlich hier. Also selbst New World, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da wesentlich besser gemacht. Und das ist ja der gleiche Publisher. Ich weiß nicht, ob es die gleichen Entwickler auch sind. Ich glaube, Amazon macht das nur als Publisher, ne? Ich glaube, die entwickeln das nicht selber, soweit ich das verstanden habe. Och, geh doch einfach da hochkommen. So, wir haben jetzt hier links noch einen Kreis. Vielleicht hilft der uns weiter. Vielleicht ist das diese komische Anführerinnenspinne da. Sieht mir schon fast so aus. Das ist nicht gut. Hier draußen ist noch was zu lesen. Waldspinne, Spinnenei. Da kommt man aber auch nicht rein. Kampfleitfaden des Widerstands. Langbogen. Wenn ein Langbogenschütze eine Windbogensehne spannen möchte, muss er zunächst in die Hand, die die Bogensehne ziehen wird. Was soll das sein? Ihr könnt es gerne lesen. Es ist für mich gerade ein bisschen... Ein bisschen seltsam. Was ist das denn hier? Spinnenkokon. Den kann man nur kaputt machen, glaube ich. Ja, aber hier war doch eigentlich der Kreis. Hier ist der Kreis. Da sind zwar Blutspinnen, aber da ist keine Blutspinnenkönigin. Boah, alleine, dass ich hier sitze, da kriege ich schon die Krise, ne? Dass ich hier stehe. Ich gehe mal woanders hin. Ich kann das nicht. Ugh. Nee, keine Ahnung. Also hier ist wieder ein Kreis, wo man nichts mit anfangen kann. Was das hier auch ist, keine Ahnung. Ach so, Moment, da war doch irgendwo. Wo war jetzt die Spinne? Die war da, ne? Da war doch da oben noch was zum Lesen. Ich will hier jetzt nur nicht die ganzen anderen Blutspinnen triggern. Hier war noch was. So, über Morokai. Um mich auf mein Zusammentreffen mit Morokai vorzubereiten, sprach ich mit vielen Zeugen wie möglich und schrieb ihre Geschichten auf. Die erste Person, die ich traf, war Henk, ein Kräutersammler. Als er jung war, ging er mit seinem Vater in den Wald und in die Berge, um verschiedene Kräuter und Pilze mit medizinischen Eigenschaften zu sammeln. Eines Tages aber bat Henks Vater, ihnen zu Hause zu bleiben, während er in den Karmesinwald ging, um einige seltene Pilze zu suchen. Henk folgte seinem Vater,
Jedoch heimlich, weil er dachte, es müsse einen geheimen Ort für seltene Heilkräuter geben, von dem nur sein Vater wüsste. Während er seinen Vater hinterher schlich, fiel auf einmal eine Spinne von einem Baum und jagte ihm hinterher. Er schrie auf, woraufhin sein Vater schnell mit dem Schwert in der Hand zu seiner Rettung eilte. Er schlug eines der Spinnenbeine mit einem einzigen Hieb ab und die Kreatur rannte kreischend davon. Nur wenige Momente später ertönte der Klang eines schlagenden Herzens, der lauter und lauter wurde und ein großer Schatten erschien. Okay. Also, wir haben die Seite gesammelt. Aber, also ich vermute, dass hier die Spinnenkönigin eigentlich sein sollte. Aber ich sehe sie halt nicht. Und ich sag mal, die wird ja jetzt nicht nur alle, keine Ahnung, eine halbe Stunde da kommen oder so. Die müsste dann ja schon lange da sein. Ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendein Ritual machen muss oder was. Puh. Steht ja auch nicht drin. Den Standort von Elite-Monstern kannst du im Bereich Gebietsinfo der Karte sehen. Ach, tauchen alle 10 Minuten auf. Moment, Elite-Monstern. Jetzt sag mir bitte nicht, das ist so eine Art Weltboss, weil da komme ich überhaupt nicht mit klar. Also da könnt ihr mich mit jagen, abgesehen davon, dass das natürlich eine Spinne ist. Da könnt ihr mich wirklich mit jagen, das kriege ich eh nicht hin. Durch Frieden oder Konflikt, Feldboss-Zeitpläne. Was? Was ist das alles für ein Scheiß? Das sind doch normale Quests. Wie soll man das denn alleine hinkriegen? Besiege Morokai durch Friedens- oder Konfliktfeld-Boss-Zeitpläne. Was zur Hölle? Oder Gildenraid? Wenn er so stark ist, dass ich dann Gildenraid für brauche. Oh, das ist so. Oh, okay. Fröhliches Sterben. Alter. Oh, ich habe vergessen, wie ich wegrolle. Das war doch eine ganz blöde Taste, glaube ich, ne? Nein, warum drehe ich mich jetzt nicht mehr? Hallo? Ja, ich bin jetzt schon mal kaputt, weil ich kann mich nicht bewegen, nichts sehen und... Geil, was ist das hier für ein Scheiß? Wieso sehe ich die nicht? Hallo? Ich kann auch keinen anvisieren gerade. Hä? Ach, ich bin auf die Alt-Taste. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin auf die Alt-Taste gekommen. Och. Weil so kann man nicht kämpfen, wenn man noch nicht mal sieht, gegen wen man kämpft. Okay, Moment. Das ganz große Problem wird jetzt werden, dass diese Scheißspinne zu feige ist, um alleine dagegen zu kämpfen. Kann er jetzt endlich mal kämpfen? So. Ach, eh. Oh, ja, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich merke schon. Läuft die scheiß Seele mir die ganze Zeit hinterher. Ja, ich bin gleich kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Muss hier weg. Ich habe es gar nicht mal mitbekommen, wie sie gestorben ist, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich habe nur gedacht, so, ja, ich bin jetzt eh gleich tot und bin weggelaufen. Oh mein Gott. Ich will hier mal irgendwo was haben, wo ich mal eben stehen bleiben kann, Mann. Wo hier nicht dauernd überall Blutspinnen und alles sind. Ich habe es doch jetzt geschafft, oder?
Oh, ich habe zumindest irgendwas bekommen, das habe ich gesehen. Mehr habe ich gar nicht gesehen gerade. Ja, doch, doch, doch. Oh, Alter. Dadurch, dass natürlich, ich meine, der Boss war gar nicht mal so schwer, aber dadurch, dass so viele drumherum bei mir noch gewesen sind, ist es gar nicht mehr hier drin. Moment. Nee, das war das, was wir eben hatten. Das war das andere. Ja, nee, es ist gar nicht mehr drin. Ich weiß auch nicht. Der Schwur des sagenhaften Trios. Das ist vom Kapitel, wo wir aber nicht hinkommen, weil wir das mit den Veteranen ja nicht schaffen. Oder ist das mit dem Typ, dem wir eigentlich. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Moment. Weil hier war ja auch ein Kreis. Moment, jetzt ist der Kreis hier am Rotmondsee aber weg. Hä? Wieso ist der Kreis jetzt hier weg? Das wäre jetzt eigentlich das nächste, wo ich hingegangen wäre. Och, kommt, Leute. Spezialisierung auf Fähigkeiten. Du kannst im Fähigkeit, zusätzliche Fähigkeiten. Was, was, was? Wir gucken mal eben nach. Nee, ich habe jetzt F10 gedrückt, oder? Nicht F11. Fähigkeiten. I can smell mushrooms nearby. This way. Wer erzählt mir hier was von Mushrooms? Let's start again. Ja, lass mich doch mal was gucken. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt mit gemeint ist. Das kann ich dadurch verbessern, oder wie? Nee, ich kann das nur damit austauschen, oder? Ich habe keine Ahnung. Frostnebel, wähle die Fähigkeit aus, der du zusätzliche Fertigkeiten geben willst. Ah, Fähigkeiten, Spezialisierungspunkte kannst du jederzeit mal zurück. Das ist okay. Man ist ja so absolut verwöhnt von Teso, ne? Weil das alles so schön einfach dargestellt wird und ja, die Quest zu finden und so natürlich auch mega einfach ist. Und das ist ja das Schöne daran. Das sind alles so viele Pluspunkte. Und man erwartet das von jedem anderen MMORPG dann auch. Und naja, ist dann enttäuscht, wenn das dann so unübersichtlich irgendwie ist. Oder so nicht ganz klar, sage ich mal. Eine Feuerfertigkeit, die 360% des Basisschadens plus 66 macht. Ja, hört sich doch gut an. Wird so fokussierte Feuerbomben. Ja, nehmen wir das. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ach so, drumherum auch Schaden. Das wäre natürlich cool. Aber die können wir nicht mehr machen. Ne? Wir können nur eins machen. So wie es aussieht. Aber wir haben noch 3 Punkte. Ach so, weil das sind 5 Punkte, die wir brauchen. Okay. Müssen wir noch irgendwas machen? Nö, können wir rausgehen, oder? Hoffe ich. Ja, hat das Linke auf jeden Fall ausgewählt. Okay. Okay. Wer war das jetzt hier mit dem Mushrooms, der hier gerade so. Du bist nicht auf mich fixiert, ne? Will ich dumm hoffen. Der Typ mit den Mushrooms, keine Ahnung, wo der hin ist. Okay. Also, bei dem Goblin, da können wir jetzt nicht wirklich weitermachen, weil das, egal wie schnell ich da bin, da tut sich ja nichts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Tja, ich würde sagen, ich gehe nochmal eben hier oben hin. Da mache ich mir da doch nochmal eben eine Markierung hin. Und wo bin ich denn jetzt? Achso, hier. Dass ich erstmal da nochmal gucken gehe, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir den Typen dann endlich mal finden. Es ist halt alles so, weiß ich nicht. An sich, ich finde es so von der Optik her, finde ich's cool. Auf jeden Fall. Also gerade für ein MMORPG ist das natürlich eine gute Optik.
komme ich jetzt dahin? Ja, du kriegst es nicht hinzufliegen. Ich weiß, du kannst nur gleiten. Warum auch immer ein Adler nicht fliegen kann. Den Teil habe ich nicht so ganz verstanden. Ach so, ich dachte, das wäre ein Questgeber. Warum sehen die aus wie Questgeber? Können die sich nicht anders anziehen? Na gut, Moment, da. Da ist der See. Und hier ist immer noch kein neuer. Dann können wir mit dem Wachmännern reden, aber mit ihm können wir immer noch nicht reden. Mhm. Ja. Ja, ich schätze, weil die Quest halt noch gesperrt ist, aber ich habe gedacht, probieren wir es auf jeden Fall nochmal aus. Probieren schadet nichts. Ich finde es halt nur schade, dass man nicht so eins nach dem anderen tatsächlich hier jetzt einfach durcharbeiten kann. Weil hier steht ja auch extra, ich weiß gar nicht, welches Level wir jetzt gerade haben. Hier steht ja auch extra, welche Level man haben sollte. Oder sind das die Kapitel? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe immer gedacht, das sind die Level, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber das könnten auch die Kapitel einfach sein. Wo bin ich jetzt? Da. Den haben wir schon freigelegt. Das wären die Ruinen. Zerstörter Tempel. Ja, gehen wir mal nach hier oben, würde ich sagen. Wo ist es denn jetzt da? Persönlicher Pin. Den raus. Zack. Wo ist er denn? In der Richtung. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir da eh nichts machen können, weil das viel zu weit... Oh, warum ist die jetzt hier? Alter, die ist doch böse auf mich, weil ich sie eben besiegt habe. Naja, ich habe sie gerade so besiegt, muss ich jetzt dazu sagen. Also so richtig, ne? Moment, wir müssen quasi den Weg, hallo Wildschwein, den Weg hier links rum müssen wir nehmen und dann hoch. Mal schauen. Nee, so rum. Genau. Ich weiß auch nicht, ob wir für irgendjemanden mal Pilze einsammeln müssen. Hier sind irgendwie so viele Pilze, ich weiß nicht. Ich meine, wir müssen ja nicht essen oder trinken oder so. Und wir, das ist ja höchstens dafür, dass wir halt irgendwelche Sachen machen können. Also hier, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man jetzt doch mit Nahrung wird man sich... Oh, alles geht... Oh... Ja, ist okay. Hilfe. Ihr wollt mir gar nicht folgen. Das Terrain ist viel zu uneben. Alter. Achso, da oben steht's ja. Ich bin Level 15, genau. Das heißt, ich habe hier sowieso eigentlich mal wieder gar nichts zu suchen in diesem Gebiet. Aber ich bin trotzdem mal wieder hier. Da ist noch was zu lesen. Das kann ich mir jetzt schlecht mitnehmen. Jetzt ist meine Markierung weg. Ach, da. Ja, ist gut. Bin hier total unterlevelt. Boah, Leute. Wieso darf ich jetzt nicht mehr laufen? Alter. Erstens, was zur Hölle? Da oben. Und zweitens, och, wieso gehe ich hier immer wieder raus? Ich habe nichts gedrückt. Was soll das? Und zweitens, warum gehen die Gelben auch auf mich los? Sauerei. So, wir gucken uns jetzt ein schönes Video an. Hoffe ich. Skeletons and spectral mages wander the area around the shattered temple every night.
They do it to search for sacrificial victims to appease their ruler, Azrael, Grand Elder of the Salavian Order. So, jetzt die große Frage. Haben wir... Wo sind wir denn überhaupt? Moment. Zerstörter Tempel. Das machen wir erstmal weg. Verfügbarer Inhalt. Pinliste? Okay. Ach, hier unten. Zerstörter Tempel. Zugänglich ab Stufe 45. Yay! Ja, das ist das, was ich im Prinzip meinte, weil wenn man da irgendwo nicht weiterkommt mit den Quests, weil irgendwas nicht funktioniert, wie bei dem Goblin beispielsweise. The power of darkness is getting stronger. Could it be the soul stone of Azrael's four disciples? Also, das mit dem Abflussgerät funktioniert ja nicht. Es sei denn, ich muss vielleicht eins die ganze Zeit drücken. Das wäre noch eine Option, aber das ist echt das Letzte, was ich jetzt noch versuche. Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter. Und hier können wir ja überall nicht weitermachen, weil da wieder irgendetwas anderes dann da gefordert wird. Meister des Karmesinwaldes. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Die wollen irgendwas mit einem Gildenraid machen. Ich bin in keiner Gilde, ich will auch in keine Gilde. Dafür habe ich das Spiel jetzt hier nicht begonnen. Weil ich weiß, dass man jedes MMORPG auch alleine machen kann. Wenn das hier aber zu einer Hauptquest oder zu einer Quest gehört, das sind ja die Hauptquests hier auf der Liste, muss ich das zwangsläufig auch alleine machen können. Aber was das mit diesen Friedens- oder Konfliktfeldboss-Zeitplänen zu tun hat, das habe ich nicht verstanden. Das heißt, wir werden jetzt nochmal gucken wegen dem Goblin. Dass ich da... Da kann ich jetzt nicht direkt... Doch, hier kann ich hinporten, genau. So, dann gehen wir da nochmal hin. Und dann probieren wir das jetzt mal, indem wir die ganze Zeit das Gleiche machen. Nein! Hallo! Tut sie aber auch nichts. Was? Oder? Nein! Ach, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh, my noble ancestors! I'm done now! Ernsthaft? Also, die anderen Sachen nehme ich nicht zurück, weil die anderen Sachen stimmen ja alle, aber zumindest das, was hier mit dem Licht. Ich habe Goblin gesagt, glaube ich. Nee, eines Goblins wichtiges Werk. Steht da aber. Well done, brother. Thanks to you, I was able to do something really important. Was liegt an? Cleaning our ancestors' gravestones. If you want to join me, let me know. Okay, Wiedersehen. Ja. Dann haben wir die Aufgabe zumindest auch nochmal erledigt. Es hat zwar jetzt die ganze Folge gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ihr müsst tatsächlich nur eins der Abflussgeräte... Jetzt ist es auch wieder voll voll hochgestiegen, wegen dem Wasser da oben wahrscheinlich. Obwohl das natürlich niemals so schnell gehen würde. Ja, cool. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass man eins mehrere Male... Ich dachte, das wäre jetzt so ein Rätsel sozusagen, dass man jetzt alle drei so schnell wie möglich machen soll. Weil er immer schneller und so. Oh. Okay,
Dann haben wir nur noch das, was ich überhaupt nicht verstehe, hier mit dem Meister und drei, die immer noch nicht frei sind, die wir jetzt hier im Karmesinwald machen können. Urstellafelder sieht es ähnlich aus, das mit den 7 Monumentsteinen. Ja. Habe ich ja auch nicht verstanden. Ich habe, also was heißt verstanden? Ich habe halt nirgendwo welche gefunden. Kann man das anklicken? Ja, dann zeigt er aber nur diesen Kreis wieder. Weil die Kreise hier, die sind wir ja schon abgelaufen. Da hat sich ja auch nichts getan. Hier im Umkreis sind wir schon gewesen. Da hat sich ja auch nichts getan. Was das mit dem Stündlich hier ist, keine Ahnung. Was sind das jetzt schon wieder? Das sehe ich zum ersten Mal. Scheintritt verschwindet nach einer bestimmten Dauer. Hä? Zerstörter Tempel? Hä? Okay, jetzt bin ich komplett überfordert. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Haben die Weltbosse jetzt irgendwie Zeiten, wo die da auftauchen? Oder was soll das sein? Das ist ja total komisch. Ich glaube, ach, wer ist das nochmal? Bei Diablo 4. Ich glaube, die haben auch irgendwie die haben zu festen Zeiten immer bestimmte Weltbosse gehabt. Aber das war auch das einzige MMORPG, wo ich sowas herkenne. Also die anderen, die haben das ganz normal gemacht, dass man halt jederzeit hingehen konnte, den wegklatschen konnte und dann weitermachen konnte. Steht aber was mit Monster Set 50. Monsterstufe, nicht Monster Set. Verschwindet nach 50 Minuten. Weil dann das nächste kommt, oder wie? Ach du Scheiße. Okay, jetzt habt ihr mich dran gekriegt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Also wenn ich jetzt schon nach Uhrzeiten gucken muss, wo die Bosse sind, das ist ja wirklich irgendwie total... Neubeginn des Zeitalters der Wölfe. Das war aber hier nirgendwo als Voraussetzung. Das ist das, was ich nicht verstehe, weil das ist das Einzige, was wir hier nicht haben. Gut, zugänglich ab Stufe 18, okay. Wenn ich natürlich jetzt noch keine Stufe 18 bin, was soll ich machen? Ich habe keine Lust, irgendwo zu grinden oder so. Und hier steht, an einen Abend vor 10 Jahren. Das ist nicht das hier. Wo kriege ich jetzt diese Quest her, an einen Abend vor 10 Jahren? Das steht hier auf der Veteranenliste drauf. Die kann ich aber nicht machen, weil dafür müssten wir ja die Sache mit dem Goblin hier machen, mit dem schließe den Urstellafelder Vertrag ab. Und dazu müssten wir ja mit dem Typen reden und das geht. Oder wir müssen noch mal einen Vertrag machen und dann können wir mit dem Typen. Aber das wäre ja total unlogisch. Aber gut, das Spiel hat jetzt noch nicht mit viel Logik überzeugt bisher. Hier schreit übrigens auch immer faster. Das war hier, war das hier oben? Vertragsverwalter. Dann gehen wir da mal eben hin. Übrigens, ich höre mich deswegen ein bisschen quietschig heute an, weil meine Nase total zu ist. Es tut mir wirklich leid. Da ist noch was zu lesen. Ist das neu? Heruntergefallenes Papier. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Meine liebe Julia, mit diesem Brief möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich würde es verstehen, solltest du mich hassen, weil ich dich getäuscht habe. Ich würde es auch verstehen und akzeptieren, wenn du mich nicht wieder sehen wolltest. Doch bitte glaub mir, ich schwöre hoch und heilig, dass ich dir nichts Böses wollte. Am Tag unserer ersten Begegnung war ich in den Wald gegangen, um die Mimette auszuprobieren, die ich gerade erst fertiggestellt hatte. Ich ließ den Vogel frei und wartete, aber er kehrte lange nicht zurück. Als ich den Wald verließ, sah ich dich, wie du inmitten der Waldblumen saßt. Genau in diesem Moment machte mich deine Schönheit beinahe benommen, so als würde ich in den Himmel aufsteigen. Deine Augen glichen einem Herbstfeld. Dort saßt du und auf deinem Schoß ruhte ein Vogel mit gebrochenem Flügel. Später erst wurde mir klar, dass es meine Mimette war. An eben diesem Tag, als ich erfuhr, dass du eine Zauberin der Lichtbringergesellschaft bist, hätte ich dir offenbaren sollen, dass ich das bin, was deine Brüder und Schwestern verachten. Ein Schattenbeschwörer des Ordens von
Sylaveth. Da kann er doch nichts für. Aber ich hätte es nicht ertragen, die Geringschätzung in deinen Augen zu sehen. Ich sagte mir, ich würde es an diesem Tag für mich behalten. Nur an diesem Tag. Aber danach brachte ich auch an allen anderen Tagen, an denen ich dich sah, die Worte, die ich sagen wollte, nicht über die Lippen. Ich bin mir sicher, dass all meine Entschuldigungen dir nun wertlos erscheinen. Ich wollte dich nicht verlieren, Julia. Ich wollte nicht, dass du mich verachtest. Ich war zu feige, dir die Wahrheit zu erzählen. Und letztlich warst du diejenige, die dadurch verletzt wurde. Julia, ich streife schon von Kindesbeinen an durch die Wüste. Ich kenne weder die Namen meiner Eltern, noch weiß ich, woher ich komme. Ich wusste nicht, wann die Macht in mir zum Vorschein kommen würde, und jene, die es wussten, hielten sich fern von mir. Es waren die Schattenbeschwörer des Ordens von Sylaveth, die mich fanden, für mich sorgten und mich die Magie lehrten, meine Macht zu kontrollieren. Also ist er da ja nicht wirklich reingewachsen, sondern in Anführungszeichen so ein bisschen reingedrängt worden. Ich erfuhr erst später, dass ihre Magie als dunkle Magie bezeichnet wird. Vermutlich glaubst du, dass meine Hände mit abscheulicher Finsternis befleckt sind. Aber zumindest, was meine Gefühle für dich angeht, habe ich nicht gelogen. Ich hoffe aufrichtig, dass du diesbezüglich keine Zweifel hegst. Taedal. Okay, ich meine, das hatten wir noch nicht gelesen. Dann. Sammle die geringwertigen Steinschleudern von Goblin-Steinwerfer. Ach so, okay. Weil hier steht, ruf den Steingott an. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich denke, was für ein Gott, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir das mal ausprobieren. Den Auftrag, den ich jetzt angenommen habe, dass wir den dann in der nächsten Folge mal machen werden. Weil sonst wird das jetzt zu lange für diese Folge. Ich weiß, ich habe mehr Ratlosigkeit wie alles andere heute gehabt. Aber, also ich sag mal, das Spiel ist richtig gut gestartet eigentlich. Also bis auf die Steuerung halt, damit komme ich überhaupt nicht klar. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass ich damit besser klarkommen würde, wenn ich jetzt umschwenken würde auf Game, also auf einen Controller oder so. Weil es ist halt die Art dieser Steuerung, mit der ich nicht klarkomme. Bei Teso ist alles wunderbar. Es ist auch ähnlich von der Steuerung her, aber es ist halt nicht so. Und wenn man das dann einmal so, ne, verwöhnt wurde und andere Spiele das halt eben auch so gut hinkriegen, dann ist es immer ein bisschen blöd, wenn dann ein Spiel ankommt und dann die Steuerung so hat. Das ist, ja, sich da an so ältere Sachen zu gewöhnen, das ist nicht meins, bin ich ganz ehrlich. Ich kann auch diese Tab-Steuerung, die mag ich gar nicht. Also ich mache das zwar bei Teso auch schon mal, dass ich dann mit Tab was anvisiere, weil da zu viele Gegner drumherum sind. Aber das Gute ist, bei Teso muss man den Gegner nicht angucken. Und hier ist es so, man sieht halt gar nichts mehr um einen herum, weil man immer nur noch auf den Gegner fixiert ist und den halt dauerhaft anguckt. Und das ist das, was mich dann auch noch zusätzlich nervt. Also das und dass man dann Q drücken muss und E drücken muss und weiß ich nicht was. Ich meine 1, 2, 3, 4, 5, okay. Aber diese 1000 Tasten überall, das ist irgendwie, ja, absolut nicht meins. Deswegen, wenn ich im Kampf nicht so gut bin, und das werde ich auch niemals werden in diesem Spiel, das weiß ich jetzt schon, dann seht es mir ein bisschen nach. Ihr wisst ja warum. Und ja, ich würde halt wirklich gerne mit den Quests weitermachen. Ich weiß halt nur nicht, wie weit ich jetzt hiermit komme. Bin ich ganz ehrlich, aber ich gebe mein Bestes, dass ich so viel wie möglich noch aufnehmen kann und vielleicht noch hier und da eine Quest finde, die ich dann auch wirklich machen kann. Wie jetzt die mit den Goblin. Hat lange gedauert, bis ich es kapiert hatte, aber die haben wir wenigstens noch hingekriegt. Und ich würde halt gerne dann alles von oben bis unten durch haben, um dann alles freizuschalten. Aber wenn ich dann schon sehe, dass eine andere Quest eine Voraussetzung ist, die bei mir gar nicht in der Liste steht, das sind dann so Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, weil ich auch diese Quest nirgendwo finde. Ja, wenn sie natürlich Voraussetzung ist, dann muss ich mir irgendwann mal eingestehen, dass ich dann irgendwann wahrscheinlich gar nicht mehr spielen kann, sondern dass ich dann dieses Spiel so ein bisschen, ja, an den Nagel hängen muss, in Anführungszeichen. Ich hoffe, dass es nicht so schnell dazu kommt. Ich hoffe, dass es gar nicht dazu kommt. Aber seht es mir nach. Ja, wenn ich irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann will ich jetzt noch nicht drüber nachdenken. Sagen wir es mal so. Ich habe so eine hübsche Kriegerin, die will ich auch weiter noch nutzen.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!